herzlich willkommen zu Marktplatz Neu Markt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Also das ist doch mal richtig ungünstig im Kalender gelegen. Wir haben eigentlich Aschermittwoch, das heißt Beginn der Fastenzeit. Nach der ganzen Faschingsfeierei kommen wir jetzt zurück zu den Sachthemen, also alles ziemlich nüchtern. Auf der anderen Seite haben wir Valentinstag. Das heißt, wir werfen mit Pralinenherzen und Candlelight-Dinnern um uns und wir sollen zurück zur Romantik finden. Kein Wunder, dass da die Landkreisbewohner irgendwie zwischen den Stühlen stehen. Valentinstag. Zu den roten Rosen gab es von der besseren Hälfte auch etwas Süßes. Und heute Abend steht noch ein Candlelight-Dinner an. Darf man da Nein sagen, wo doch auch Aschermittwoch ist? Ja, das ging schon noch mal. Aber nein, das sind wir eisern. Also ich mache mir nichts aus dem Valentinstag. Bei uns gibt's so nichts Süßes. Die Fastenzeit fange ich jetzt an wegen der Figur. Das hat sich etwas komisch ergeben, dass eben heute Valentinstag ist. Also. Aber deswegen kann man auch Blumen verschenken oder was Liebes. Und Pralinen auch. Die Fastenzeit ist ja länger, da kann man noch fasten. Ne? Fastenzeit gibt es bei uns nicht. Und Valentinstag gibt es bei uns leider auch nicht. Es gab heute noch mal was Süßes. Wir haben jetzt ausgiebig gefrühstückt. Und da war Marmelade mit Croissant dabei. Ein gutes Joghurt mit süßen Früchten drinnen. Insofern sagen wir, machen wir ab morgen. So, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall zu den Sachthemen. Nachrichten aus Neumarkt und der Region haben wir jetzt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Raiffeisenbank Neumarkt übergab letzte Woche ein sogenanntes VR-Mobil an die Caritas Sozialstation. Das Fahrzeug der Marke VW Load-Up hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Es ist das vierte Auto, welches die Bank an die Einrichtung spendet. Caritas betreibt die größte ambulante Pflegestation des Kreises mit 190 Mitarbeitern. Diese legen jährlich im Dienst etwa 1 Million Kilometer zurück. Am 7. März findet die 100. Veranstaltung der Vortragsreihe Architektur und Baukultur statt. Bereits seit Oktober 2001 stellen dabei renommierte Architekten aus dem deutschsprachigen Raum ihre neuesten Projekte einem architekturinteressierten Publikum vor. Zum Jubiläum begrüßt Veranstalter Johannes Beerschneider den Berliner Architekten J. Meyer H. Ausstellungen sowie eine Podiumsdiskussion ergänzen das Programm. Am 10. März gibt es im Maybach-Museum ein Architekturfest mit Musik, Artistik und Kabarett von McHerder. Und das sehen Sie nach einer ganz kurzen Pause. Errare humanum est heißt auf Lateinisch, irren ist menschlich. Ein Berger möchte jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht mehr so oft durch die lateinische Sprache irrt. Und die Anpacker vom THW Neumarkt brauchen einen neuen Radlader. Diese und weitere Themen sehen Sie gleich nach einer ganz kurzen Pause. Das Steidl-Reisefest am Sonntag, den 25.02. in der großen Jurahalle in Neumarkt. Entdecken Sie unsere vielfältigen Reiseangebote und genießen Sie ein großartiges Programm für die ganze Familie. Mit hochkarätigen Showacts, Liveacts, Blasmusik, großer Tombola und vielem mehr. Das Steidl-Reisefest am 25. Februar in der großen Jurahalle von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mutters Pflege wird immer schwerer und die Kasse zahlt nicht. Ob ich gesundheitlich bis zur Rente durchhalte? Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Charivari, das neue Jahrtausend ist endlich volljährig. 2018. Das wird gefeiert. Yeah. Mit dem Charivari Cash Song. Und noch mehr Shoppinggeld für Sie. 50.000 Euro liegen im Charivari Geldtresor. Für Shopping im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich Ihren Anteil. Stündlich bis zu 1.000 Euro. Nur auf Charivari. Radio an. Cash Song hören. Und gewinnen. Charivari. Charivari. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter.
Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glas Götz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Ein Kloster kann nicht nur ein Ort der Ruhe sein. Von Fachtagungen über Betriebs- und Weihnachtsfeiern bis hin zu Familienfesten. St. Josef in Neumarkt bietet für Ihre Veranstaltungen das passende Ambiente. Hier finden Sie moderne Seminarräume, gemütliches Flair, grüne Oasen, Kulturangebote und komfortable Unterbringungen für Ihre Gäste. Das Tagungs- und Gästehaus der Schwestern vom göttlichen Erlöser im Kloster St. Josef in Neumarkt. Willkommen zurück. Viele haben oder hatten in der Schule ein Lieblingsfach. Nicht wenige hatten oder haben aber auch ein Fach, das ihnen regelrecht verhasst war. Mathe wäre da so ein Kandidat, aber auch Latein. Und obwohl in vielen Berufen das Latinum nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist, müssen sich die Schüler trotzdem damit befassen. Oft fällt ihnen das Lernen schwer, aber Rettung naht. Willkommen im lateinischen Labyrinth. Viele Schüler, die hier durchirren, bekommen im Schulunterricht Beispielsätze zu hören und wie man diese übersetzt. Hinter der nächsten Ecke merken sie dann aber: Sackgasse. Hier komme ich mit dem Beispiel nicht weiter. Diese Erfahrung machte auch André Buchner aus Berg. Wenn wir jetzt eben zum Beispiel mal hernehmen, einen Relativsatz mit Konjunktiv, dann übersetzen Sie den im Deutschen beispielsweise mit obwohl. Denken Sie sich zu Hause, okay, ich habe das Prinzip verstanden. Wenn dann aber in einer Ex- oder in einer Schulaufgabe eben ein Satz kommt, in dem eben obwohl nicht funktioniert, dann wäre ich nervös. Inspiriert von den Klagen vieler Schüler machte sich Buchner vor einigen Jahren daran, eine Art Schablone fürs Lateinlernen zu erfinden. Diese verrät zum Beispiel, ein Relativsatz mit Konjunktiv lässt sich auch mit um zu oder weil übersetzen. Die Schablone kann man überall anlegen, egal wo man sich im lateinischen Labyrinth befindet. Sie zeigt alle korrekten Wege auf, um an ein Ziel zu gelangen. Und die jeweilige Möglichkeit nehme ich dann eben her. Und somit bin ich als Schüler eben viel sicherer. Buchner testete seine Schablone bereits an Neumarkter Schulen und Nachhilfeschülern. Darunter auch Luisa, welche stets mit Latein kämpfte. Es war halt am Anfang schon recht viel, es war ein großes, dickes Buch. Aber wenn man sich wirklich mehrere Stunden damit befasst, nur mit der Grammatik, dann kommt man praktisch auch dahinter. Auch Lateinlehrer meinten, für schwächere Schüler sei die Einarbeitung nicht ohne fachkundige Betreuung möglich. Buchner verfeinerte daraufhin sein System. Er verspricht, die erste Hürde ist die größte. Und ich sehe dann natürlich, dass ich vielleicht jetzt in 4 Wochen 6 Stunden Zeit davon hatte in der Nachhilfestunde, dass ich aber vielleicht in einem Vierteljahr bei jeder Hausaufgabe nicht mehr 30 Minuten, sondern vielleicht bloß noch 15 oder 20 Minuten benötigt habe. Buchner hat Latein studiert und einige Zeit in der Gehirnforschung gearbeitet. Die dortigen Erkenntnisse hat er auch in seine Lateinschablone einfließen lassen. Demnächst möchte er diese erweitern. Denn viele Grundprinzipien lassen sich nicht nur auf andere Fremdsprachen übertragen. Sondern auch dieser Bestandteil Lernen, Lernen. Dass ich einfach die Einstellung zum Lernen verändere, dass ich einfach weiß, wie lerne ich kurzfristig für Kurztests oder langfristig für Schulaufgaben. Wenn man vermutet, dass man das Wissen nach einer Schulaufgabe nie mehr benötigen wird, dann schmälert das natürlich die Lernlust. Auf der anderen Seite ist das Labyrinth des Lebens ziemlich unberechenbar. Da nimmt man zum Beispiel in der Schule Französisch als Fremdsprache und 20 Jahre später muss man einen Beitrag übers Lateinlernen machen. Da steht man dann wirklich vor einer Wand. Ein Feuerwehrauto ist genau rot. Ein Polizeiauto war lange Zeit grün, geht aber in Bayern allmählich in ein Silberblau über. Und jetzt kommt die Quizfrage: Welches Einsatzfahrzeug erstrahlt seit Jahrzehnten in einem tiefen Meeresblau? Richtig, die vom THW, dem Technischen Hilfswerk. Naja, vorausgesetzt, der Lack ist noch nicht ab. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region.
Heute haben wir hier zwei Herren in Blau, und zwar vom Technischen Hilfswerk in Neumarkt. Herzlich willkommen. Nun ist es ja so, wenn irgendwo ein Sturm einen Baum umlegt und der liegt dann über der Straße, dann kann den im Notfall auch die Feuerwehr zum Beispiel entfernen und zersägen. Gibt es denn so Aufgaben, die wirklich spezifisch nur das Technische Hilfswerk übernehmen kann? Also die Grundaufgabe vom THW ist der Zivil- und Katastrophenschutz. Man kann grob sagen, THW die ganz großen Sachen, aber natürlich immer in Zusammenarbeit mit anderen. Ganz aktuell zum Jahresanfang hatten wir in den Bereichen Berg oder Dietfurt Hochwassereinsätze, sprich wenn Flüsse über die Ufer treten oder auch zum Beispiel in Baugebieten, wenn wirklich größere Wassermassen oder Schneeschmelze runterkommen. Die Feuerwehren, das ist ja finanziell eine Sache der Kommunen. Wie schaut es denn aus mit dem THW, mit dem Technischen Hilfswerk? Wer trägt das finanziell? Ja, da gibt es jetzt zwei Bereiche. Der Bereich, was der Herr Auerbach über hat, das ist komplett vom Bund. Und dann gibt es den Bereich Förderverein, sprich THW Helfervereinigung heißt der. Und das läuft dann über Mitgliedsbeiträge und Spenden von Firmen, von sonstigen, der wo spenden will. Eine gewisse Grundausstattungsfinanzierung kommt also vom Bund. Jetzt gibt es bei Ihnen ein Fahrzeug im Fuhrpark, da bräuchte man Ersatz dafür. Ja, unser Radlader ist Bayer 98. Das heißt, die Ersatzteillage wird langsam kritisch. Und wahrscheinlich das Reparieren wird irgendwann dann teurer als eine Neuanschaffung. Ganz genau, längerfristig. Richtig. Und diese Schwelle haben wir jetzt quasi erreicht. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir dieses Projekt angehen. Bei der Raiffeisenbank Neumarkt haben wir diese sogenannte Crowdfunding-Aktion gestartet unter dem Motto, viele schaffen mehr. Das heißt, es ist wirklich gedacht für den Bürger, für die Bürgerin, die wirklich auch ab 10 Euro, sage ich jetzt mal, spenden will. Das heißt, man kann sich da einloggen. Spendet, kann auch eine Spendenquittung beantragen. Die Besonderheit bei dem Crowdfunding ist folgendes: Man setzt einen Betrag an, in unserem Fall jetzt 5.000 Euro, was natürlich nicht die komplette Summe des Radladers ist, sondern nur ein Teil davon. Und wenn diese Summe durchs Crowdfunding nicht zustande kommen würde, würden alle Spender ihre Spenden zurückbekommen. Aber wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Die letzte Frage noch, Technisches Hilfswerk, da könnte man jetzt klischeehaft denken, mehr Männer als Frauen. Ich glaube, bei der Jugend ist es sehr gut zurzeit. Wir haben derzeit ca. 30 Jugendliche, davon 8 Mädels. Ab 17 Jahren kann man dann zur aktiven Mannschaft wechseln. Das heißt, dann wird man wirklich an den schweren Geräten ausgebildet, dass man dann auch eine aktive Einsatzkraft ist. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Auch nach den Faschingsfeiereien müssen Sie jetzt nicht zu Hause bleiben, denn es gibt genügend Veranstaltungen, die Sie besuchen können. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Das Orchester M18 besteht aus jungen Musikern aus ganz Deutschland. Es verbindet Klassik aus verschiedenen Epochen mit Spielfreude der jungen Generation. Ab 19.30 Uhr stehen unter anderem Werke von Stravinsky, Ravel, Bach und Haydn auf dem Programm. Handgemachte Rockmusik gibt es am Freitag, den 16. im Kisch in Postbauer Heng. Die Band Zap In präsentiert Klassiker von Led Zeppelin, darunter vieles aus den frühen Tagen der Gruppe. Los geht's um 20 Uhr. Karten gibt's an der Abendkasse für 15 Euro. Die regionale Fachmesse Jurabike bietet am Samstag alles rund ums Bike. Motorräder, Quads, Bekleidung, Tuningteile und vieles mehr. Und zwar von 12 bis 18 Uhr in der großen Jurahalle Neumarkt. Schon jetzt sollten Sie sich den Mittwoch nächster Woche vormerken. Dann ist der Münchner Architekt Andreas Meck im Maybach-Museum Neumarkt zu Gast. Er präsentiert seinen Werkbericht unter dem Motto Alltäglich. Damit startet wieder die Vortragsreihe vom Bund Deutscher Architekten. Und wie immer ist der Eintritt frei. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Wenn Sie Lust haben, dann besuchen Sie uns doch auch mal im Internet unter neumarkt-tv.de. Da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!